Wir zahlen unanständig, okay. Ja, dann weißt du ja, wo du hin musst. Ordner, die kriegen meistens so ein lustiges Hemd an, gucken grimmig und werden gerne sehr, sehr alt. Geiler Job. Und wenn ich Glück habe, habe ich nur einen Knopf für Schranke auf und Schranke zu. Da bin ich also auch technisch nicht überfordert. Dann kann ja nichts schief gehen. So, hier war ich eben schon mal, als ich dachte, ich kriege hier das Holz. Wir zahlen unanständig, das ist gut. Hoffentlich nicht unanständig schlecht. So, wenn ich da schon sonst nichts dran kriege, dann kriege ich zumindest in die Karre eine Klimaanlage. Die Schranke ist müde, es gibt gar keinen Knopf aktuell. Ist ja noch besser, da macht der Fortnite-Job noch mehr Spaß. Schranke ist eh offen, fahr durch, lass mich in Ruhe. Hub nicht so laut, du A. Ich wäre gut in dem Job. So ein Megafon, um den Fahrer, der da gerade kommt, anzuplägen. Und dann müsste ich mich nur noch bemühen, die entsprechenden. Abgebaut auf dem Hof. Oh, die Arme, ich hoffe, sie hat eine Decke. Ja, das wäre sonst unschranklich. Ja, aber echt, ey. Dann nehmen wir halt den. Ach so, auf. Da muss man sich nur noch die Beschimpfung in den einzelnen Sprachen der ankommenden Fahrer erlernen. Aber das ist einfach. Schimpfwörter kriegst du auch übers Internet gut raus. Richtig. Und dann. Du musst einfach nur lang und oft genug zuhören und die Genau. Wörter, die am meisten gesagt werden, das sind die Schimpfwörter. Die Schimpfwörter, ja, genau. Und wenn dann die Leute kommen, die vielleicht gerade Geburtstag hatten, da werden erstmal die Autos gefilzt, dass der Kuchen nicht zu weit nach innen kommt und dort von anderen aufgegessen werden kann. Ja, wer weiß, was in diesem Kuchen drin ist, also. Ja. Man will ja dann auch nicht, dass das Kuchenkontrollbüro von Grolis dann irgendwie in Gefahr gerät oder so. Richtig. Es gibt ja Sachen, die sie nicht isst und dann könnte man ja quasi eine Liste hinterlegen. Richtig. Die würde ich dann ganz sorgfältig verkosten, die Sachen. Probe entnommen, genau. Da bräuchte ich dann ein paar Aufkleber von. Die würde ich dann auf den Kuchenschachtel draufpacken. Hier können Sie jetzt weiterfahren. Probe entnommen. Ja. Entschuldigung, das muss erst noch analysiert werden. Das bleibt erst mal hier. Ja, die finde ich gut. Ich glaube, ich muss mir solche Aufkleber drucken, oder kannst du mir da mal so ein paar Pakete organisieren? Ich bin so schlau, ich nehme jetzt auch einen Hänger mit, wenn ich losfahre. Das klingt clever. Ich war jetzt gerade schon an der Tankstelle. Okay. Dann fiel mir es auch so. Ich sollte mir vielleicht einen Hänger mitnehmen. Ansonsten schleifst du das Zeug doch schon sehr umständlich hinter dir her. Ach, der Azov macht auch das. Wahrscheinlich ja. Hier ist aber Schräglage angesagt. Vorsicht, Vorsicht. Ach, ich finde das einen schönen Plan. Weißt du, wenn dann die Mitarbeiter nach ihrem Geburtstag versuchen, an der Wache vorbei einen Kuchen reinzuschmuggeln, weil der Typ ihn sonst immer alles wegfrisst. Das wäre so mein Lebensziel, weißt du? Endlich was geschafft im Beruf. Die Leute haben Angst vor ihm. Ich habe heute schon wieder 15 Leute gefilzt und drei hatten illegalen Kuchen dabei. Genau, illegal Kuchen. Komisch, den Wächter sieht man nie in der Kantine. Ich weiß auch nicht warum. An das Tor, wie am Flughafen. Und dann sind dann Lebensmittel, die erlaubt sind, die müssen zu mir. Und Lebensmittel, die nicht erlaubt sind, müssen auch zu mir. Doch. Ja.
Und dann hast du da hinten drei Kühlschränke in deinem Dings drinstehen. Alle mit Schloss. Eine riesengroße Kaffeemaschine. Ja. Das Leben könnte so einfach sein. Ich finde das eine sehr, sehr gute Idee. Ja, und Fernseher, damit man sich Sport angucken kann, dass man nicht so zunimmt. Richtig. Weil auch Passivsport ist Sport, also. Irgendwie müssen die Kalorien ja verbrannt werden. Richtig. Von wem ist dabei egal, das muss man ganzheitlich sehen. Ganzheitlich ist sowieso in allen Lebenslagen immer sehr, sehr wichtig. Mr. Black, internationales Zeichen für Rosinen im Kuchen. Biohazard. Das sollte ab sofort überall genutzt werden. Ich würde mir davon ein paar Aufkleber an die Wache legen und euch so vor allen Eventualitäten mit vollem Körpereinsatz beschützen. Genau, nach dem Kuchentest kann man Probe entnommen und Biohazard draufkleben. Oh, 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 oh. Nicht umkippen, nicht umkippen. Das war knapp. Ja, das war's. Fahr mal lieber hier unten lang. Und nicht auf dem schrägen Weg. Das ist doch eine Falle, der Weg da eben. Fitnessstudio kannst du von der Wache auch was sehen. Das ist okay, das ist wie in Leipzig in der Sachsentherme. Da kannst du vom Warmwasser-Schwimmbecken aus die Leute auf dem Laufband im Fitnessbereich beobachten. Finde ich total schön. Du treibst so schön entspannt im warmen Wasser, im Außenbereich. Siehst, wie die anderen sich abmühen. Siehst, wie die anderen Leute sich einen abschwitzen. Weißt du, da ist mal ein Eintritt, weißt du, innerhalb von 10 Sekunden sage ich, hat sich gelohnt, weißt du. Siehst du, so. Ich meine, Leute, die auf Fitness, auf Laufbändern laufen oder Fahrrad fahren, was man ja auch eigentlich so prinzipiell draußen in diesen draußen machen könnte. Ja, aber da kann man sich irgendwas einfangen, wie Luft und Frische, ja, und so. Aber wenn die sich dann da so schon quälen, am besten ist noch, wenn dann noch so ein Personal Trainer daneben steht und die so richtig antreibt. Und du liegst dort so im Wasser, treibst so lang hin und denkst dir, gleich gönne ich mir erstmal ein schönes Schnitzel. Das mag ich. Jetzt hat er schon wieder was mit Essen gesagt. Niemals. Komm, wow. Oh, ich habe ja genau den Abgabepunkt getroffen mit meinem blauen Punkt. Ja. So, einmal lange Stämme erledigt. Yay. Jetzt brauchen wir nur noch zweimal lange Stämme und dreimal mittlere Stämme. Den ersten langen Stamm davon sammle ich jetzt ein. Ich würde mich ja so gern zurücksetzen, aber das macht ja keinen Sinn. Ja, dann bleibt halt dieser blöde Hänger da. Der ist echt zu teuer. Die kleinen Hänger für 2.000-3.000 hätte ich jetzt schon längst stehen lassen. Aber 15.000? Ja, du musst ja nur bis zur Werkstatt hochfahren auf der Karte und dann kannst du das Ding da abgeben und kannst dich dann rüber teleportieren. Ein neuer Anlauf nehmen. Jo. Und in der Zwischenzeit habe ich dir, glaube ich, dann auch die Straße bis dahin wieder frei gemacht. Du fährst auch gerade eine sehr waldige Tour. Ähnlich wie ich hier. Ich habe gerade die Stämme abgeholt. Ich fahre jetzt über die Smithville-Talsperre nach Island Lake. Mal ganz ehrlich, mit den Starterfahrzeugen hätten wir das doch hier nie geschafft. Doch. Never, never, ever. Aber wir hätten zwei Touren pro Folge gemacht, also pro Session. Wenn überhaupt zwei, ja. Also die Fahrt hier, da hätten wir doch mit zwei Fahrzeugen einen ganzen Abend gebraucht. Ja, ungefähr.
Aber jetzt werde ich mir doch mal ein paar Punkte malen, dass ich mich hier nicht verbranse. Das wäre jetzt echt doof. Aber hier mit dem Assoff. Stämme abholen, losfahren, weiter geht's, go. Ja, nur nicht verfahren, alles andere läuft. Ja. Hab noch nichts gegessen, kann aber auch nichts kochen, kann mich nicht ausreichen. Ah, es ist böse. Fuck. Dann solltest du überlegen, ob du vielleicht irgendwas machen kannst, was nicht so viel Bewegung erfordert. Ja, selbst Essen bestellen ist ja letztendlich... Man muss ja dann noch zur Tür und so, ne? Ja. Oder sowas wie eine Scheibe Brot mit irgendwas drauflegen, ist ja auch mindestens bis zur Küche kommen. Ja, selbst irgendein Zeug, wo man heißes Wasser drauf kippt und tada, ist es fertig. Man muss sich ja erstmal hinbewegen. Ja. Und dann nochmal, um es wieder wegzubringen, sich zu bewegen. Es ist halt irgendwie alles doof. Ja gut, im Zweifel kannst du den Teller wahrscheinlich noch irgendwo stehen lassen bis zum nächsten Tag oder so. Ja, das muss man verknüpfen. Ich meinte eigentlich das, was Blacky gerade schreibt. Ja, Klo 8 Meter weg. Genau. Ja gut, das, ja. Ja, Teller kann man stapeln. Das ist klar. Bin jetzt gleich wieder an der Tankstelle. Okay. Bin auf dem Weg Richtung Bauernhof. Bin jetzt unten am Bohrplatz. Ja. Und fahre jetzt zum Bauernhof hoch. Aber wie gesagt, ich fahre ja die brave Strecke hier. Ja, das war auch definitiv die bessere Wahl, weil ich bin gut durchgekommen. Es dauert halt, aber bis auf diese eine Schrägstelle, wo ich fast umgekippt wäre. Ehrlicherweise, ja. Hättest auch machen sollen. Hätte ich in jedem Fall angeraten. Ich freue mich nur... Ich wäre eigentlich die kurze Strecke gefahren, aber ich habe tatsächlich auf dich gehört. Das passiert auch nicht so oft, bild dir jetzt nichts drauf ein, aber... Nee, ich freue mich jetzt gleich trotzdem auf die Strecke über das Büffel Talsperre nach Island Lake. Da ist eine Stelle, die ist gemein. Zumindest habe ich sie noch gemein in Erinnerung. Sowas gibt es auch, ja. Aber Blacky, wenn du wieder so richtig fit bist, ich hatte mir, als wir letztens gesprochen haben, letzte Woche Mittwoch die zwei Spiele gekauft. Da müssen wir unbedingt mal eine schöne Session organisieren. Das war einen gemütlichen Nachmittag oder Abend oder irgendwas machen. Ja. Da will ich dich über meine Schlossallee laufen sehen. Du musst sie erst mal bekommen. Hallo? Einen ganzen Abend mit Trash-Talk. Also wie immer. Was ich tatsächlich auch mal cool finden würde, wäre tatsächlich mal so ein Pokerabend, wo man eben aber nicht mit fremden Leuten am Tisch sitzt, sondern so wir unter uns so quasi, weißt du, so. Das könnte ich mir auch richtig cool vorstellen. Ein paar schöne Getränke, etwas zu knabbern. Und dann eben nur am virtuellen Pokertisch sitzend. Ah, da muss die Webcam aus, ansonsten wird Twitch irgendwann was dagegen sagen. Ja, kommt ja drauf an, was für Getränke. Nein, ich dachte jetzt eigentlich eher ans Pokern. Aber ach so? darf man Pokern nicht? Doch, Pokern darfst du. Okay. Kommt halt drauf. Nicht die Variante mit Ausziehen. Nein. Bist du des Wahnsinns? Dann wollt ihr nachher nie wieder was von euren Frauen. Nein. Ein Spaß. Nee, aber wirklich so, das könnte ich mir auch mal so richtig gut vorstellen, so. Ich meine, letztendlich ist das ja Among Us mit Karten. Ja. Ja, Among Us müssten wir dann auch mal wieder spielen. Mhm.
Hast du vor 4 Wochen schon mal gesagt. Ja, ich weiß. Das Problem ist, Leute zusammenzukriegen. Ja, ich weiß. Die anderen zwei Spiele, wie gesagt, da wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja. Weil ich so kleine Spiele, das finde ich sowieso immer cool, wenn man so kleine, spaßige Sachen machen kann, wo man sich gegenseitig ordnungsgemäß beschimpfen kann, weil alle anderen böse sind. Das auf jeden Fall. Ich meine, alles andere macht ja auch keinen Sinn. Ich hatte ja früher diesen Duell-Mittwoch mit Veo, das war auch immer schön. Da haben wir irgendwelche Spiele wie Formel 1 Rennen oder sowas gespielt, was keiner kannte von uns beiden. Nur um zu gucken, wer besser ist und uns gegenseitig dabei zu belöffeln. Und gegenseitig niederzumachen. Und der Gewinner durfte sich dann für den nächsten Mittwoch das Spiel quasi aussuchen. Oder war es der Verlierer? Also so lief das Ganze ab. Das ist auch witzig. Ja, im Prinzip einfach so kurzweilige Sachen, die man einfach so miteinander spielen kann, mit dem Ziel sich... Es war wirklich Duellmittwoch, also es ging wirklich darum, sich gegenseitig so ein bisschen aufs Korn zu nehmen. Ja, klar. Ansonsten, ich meine, es macht auch schon Spaß, einfach nur in die Spiele reinzugucken. Macht ja auch Sinn. No. Das waren dann eben manchmal so Sachen aus dem Humble Bundle, wie zum Beispiel die Formel 1 Dinger, die gab es dann halt in irgendeinem Humble Bundle, da waren, ich glaube, 7, 8 verschiedene Rennspiele drin. So, und dann hast du eben mal das gespielt, mal das gespielt, mal das. Du musstest dich ja vorher nicht in irgendwas einspielen. Ja, ja, richtig. Oder wir haben eine Runde Siedler 3 gegeneinander gespielt. Oh, da hätte ich auch mal wieder Bock drauf. Das habe ich ausgesucht, weil ich wusste, da hat er keine Chance. Oh je. Among Us habe ich heute bei Mia versucht, war nicht einmal Killer, aber immer verdächtig. Oh je. Und zu dumm für alles. Ja, schieb's einfach auf die Medikamente. Genau. Nee, aber gerade auch so Kartenspiele oder sowas. Mhm. So einfache, die man, wo man jetzt nicht irgendwie erst ein Studium zu machen muss, so wie Uno oder sowas. Ja. Das ist immer irgendwie ganz, ganz witzig, weil das kann man einfach mal reinklatschen und man kann einfach mal so, ja. Aber dazu braucht es halt einen fitten Mr. Black, weil. Man will sich auch ordnungsgemäß beschimpfen. Richtig, richtig. Deswegen bessere dich. Ja. Und bitte gründlich. Genau. Ich wollen nicht, dass so ein Vorfall nochmal passiert. Werd gesund, wir wollen dich beschimpfen. Was? Ja, du Arsch. Ach nee, Moment, du bist doch gar nicht gesund. Du lieber Arsch. Was? Ja, aber ist doch so, solche Spiele sind halt einfach vom Hause aus kurzweilig. Dicke Finger und schon kannst du nicht verreißen. Nee, unpfiffig würden wir dich auch nicht